einen wunderschönen guten neuen Morgen aus Obergurgel. Das wird jetzt ein reiner Fotosession-Tag, richtig entspannt und ja, einfach nur die wunderschöne Landschaft genießen. Ja, und jetzt geht's los mit wunderschönen Bildern aus den Obergurgeler Bergen. Wir wollen heute mal rauf zu dem Gipfel, zu dem höchsten Punkt, der liegt auf 3090 Meter, der ist da oben. Ja, und jetzt geht es noch eine Station rauf und dann melden wir uns wieder. Und höher geht es. Wir sind jetzt hier in einem Sessellift nur, zu Fuß. Mal gucken, wie wir gleich oben aussteigen können, aber es sollte irgendwie gehen. Und ja, jetzt sind wir gerade hier im Schatten des Berges. Wir fahren jetzt auf 3080 Meter hoch. Und da oben ist dann die höchste Stelle hier in Obergurgel, Hochgurgel, Top Mountains da, so rum. Schatzi macht sich winterfest. Ja. Guck mich mal an. Falls es da oben kalt ist. So, ich bin fertig. Ein Außerirdischer, würde ich sagen. Ja. Recht eisiger Wind, muss ich feststellen. Wir sind jetzt hier am Mountain Star, 3040 Meter hoch, traumhaftes Wetter und es war unser zweites Mal in unserem Leben, dass wir in dieser Hütte sind, aber es ist dann da schon Tradition, dass es jetzt erstmal einen leckeren Kakao gibt. Draußen ist es eisig frisch.
Ist das nicht eine fantastische Aussicht hier oben? 3040 Meter hoch, die Berge außen sind bis 3400 Meter hier in der Nähe. Ich finde das einfach nur hammermäßig hier. Reinlegen, reinlegen, legen. Alter, geh nicht! Scheiße! Der Hütte da oben müssen wir jetzt hochlatschen. Das da sieht auf dem Video gar nicht hoch aus, glaube ich. Da schlurft einer den Berg hoch. Ha? Das ist doch gar nichts. Da hoch müssen wir noch. Was ist denn da los? Traumhaft.
Da unten haben wir angefangen, Ski zu lernen, an dem kleinen Schlepplift. Das ist jetzt unsere letzte Gondelfahrt in diesem Urlaub. Ist das nicht traurig? Wir sind gerade 12 Minuten gelaufen und ja, das war die sehr schnell gelaufen, weil, wie man gerade gesehen hat, haben wir noch eine Minute gehabt, bis hier der Skilift quasi schließt, zumindest für die Auffahrt. Jetzt geht's zu unserer Lieblings-Nederhütte. Diesmal ohne Skier müssen wir natürlich den kleinen Aufstieg zu Fuß machen. Prost, unser letztes. Das war jetzt leider unser letztes Essen in diesem Urlaub, hier in der Nederhütte und überhaupt. Wir haben jetzt schon Abend, es ist fast dunkel draußen. Wir werden jetzt gleich noch unsere Gläser leer trinken und dann geht's runter. Mit der Schneeraupe werden wir uns runterbringen lassen ins Tal und werden dann wie jeden Abend einen schönen Saunaabend machen. Tja, das war's schon leider. Aber jetzt, guck mal, da vorne steht schon unser Skischlitten, unser motorisierter, und der bringt uns jetzt runter ins Tal. Nehmen Sie uns mit? Supi. Ja, einfach runter ins Tal. Einfach zur Station runter. Da ist unser Hotel. Ja. Unser Privattaxi. Das ist jetzt immer der schwierigste Moment, der traurigste Moment nach einem wunderschönen Urlaub. Ja, es ist schon der nächste Tag und das ist leider unser Abreisetag. Wir haben jetzt hier noch mal schon unsere Abreise angetreten, sind aber hier noch mal zum Top Mountains, heißt das hier, glaube ich, hochgefahren in Hochgurgel, wo auch dieses Motorradmuseum ist. Hier ist auch einfach traumhafte Schneelandschaft, traumhafte Pisten gibt es hier auch noch. Also es gibt sehr, sehr viele Pisten hier in Obergurgel, Hochgurgel. Und mit ein paar Eindrücken möchten wir uns von euch verabschieden, uns bei euch bedanken für euer Interesse. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonniert, um auch keine weiteren Videos von uns zu verpassen.
Vergesst nicht, auf das Glöckchen zu drücken, damit ihr auch entsprechend über neue Videos informiert werdet. Wir sind jetzt nicht ständig unterwegs, dass wir jeden Tag oder jede Woche neue Videos posten. Aber wir sind öfters im Jahr mal unterwegs und bei schönen, interessanten Ausflügen wird es auch immer wieder jetzt Videoblogs von uns geben. Wir würden uns freuen, euch da wieder begrüßen zu dürfen. Ansonsten freuen wir uns über ein Like und sagen einfach Tschüss, bis zum nächsten Mal. Eure unendliche Weiten und jetzt gibt es noch ein paar Eindrücke hier aus Hochgurgel. Tschüss.